Ich seh dich, du siehst mich, gut, dass wir da sind. Hilf mir gleich, wir sind reich, wenn wir uns nah sind. Meine Damen und Herren, das war die Ouvertüre zum zweiten Teil unserer Night of Music. Und Sie sehen dieses prächtige Bild hier hinter mir, das uns die nächsten 2 Stunden begleiten wird. Die Trierer Philharmoniker unter der Leitung von Victor Pühl. Und auf der anderen Seite unsere All-Star-Band mit dem musikalischen Leiter Dirk Klinkhammer. Meine Damen und Herren, ich habe es von Anfang an gesagt, musikalisch wird das heute Abend eine Achterbahn der Gefühle, quer durch alle Richtungen und Genres. Und wir beginnen beim Film. Kommen Sie mit uns ins Kino. Ich erzähle Ihnen mal ein kleines Drehbuch. Ein farbloser, aber sehr bissiger Fisch kommt vom Planeten Krypton auf die Hogwarts-Zauberschule, um im Tempel des Todes den Umgang mit dem Laserschwert zu lernen. Denn nur wenn er das kann, darf er endlich wieder nach Hause. So, das waren jetzt 6 Filme in einem einzigen Satz. Und Victor Pühl wird uns gleich zeigen, wie man dieses halbe Dutzend Filme in 4 Minuten und 52 Sekunden musikalisch auf den Punkt bringt. Aber vorher machen wir Station bei James Bond. Sandra Klinkhammer wird die Titelmelodie aus dem aktuellen Film Skyfall singen. Tolle Nummer, aber es gibt ja Leute, die sagen, so ein Bond in Blond wie Daniel Craig ist nicht so ein echter, ja, zumal er auch nicht mal mehr seinen Martini trinkt, sondern Bier, auch noch belgisches. Also da ist es dann auch völlig egal, ob das gerüttelt oder geschüttelt oder gerührt ist, das ist so oder so alles verloren. Also wir haben uns gedacht, wenn schon Bond, dann muss es auch nochmal so ein richtiger Klassiker sein. Roger Moore beispielsweise, der hat ja so einen der schönsten Bond-Filme überhaupt gedreht, Live and Let Die, Leben und Sterben lassen. Oliver Rohles wird das gleich singen. Sie haben die Wahl, alter Bond, neuer Bond, musikalisch ist aber beides ein absoluter Leckerbissen. Und jetzt stürzen wir uns gemeinsam aus den Wolken. Sandra Klinkhammer, Skyfall.